Moin Leute, hier ist der Toni vom MyTech Pro Team und heute mit einem neuen Video bezüglich der neuesten Fahrzeuge. Ich fahre heute den Centorno und wie ihr seht, habe ich den schon getuned. Auch wenn das Video jetzt etwas spät hochgeladen wird, wollte ich das Fahrzeug noch einmal im Video vorstellen. Auch wenn die anderen YouTuber schon ein anderes Video hochgeladen haben oder mehrere, ist es mir auch jetzt relativ scheißegal. Nur ich zeige euch den Wagen jetzt komplett aufgetunt. Natürlich in Chrom. Und ich halte jetzt von dem Wagen generell nichts, weil der Wagen kommt eher so, wie soll ich sagen, ist wie so ein Spaceship rüber. Wegen dem Auspuff, wegen dem Spoiler. Wie der Fahrzeug an sich aussieht, gefällt mir überhaupt nicht. Da gefällt mir der andere Wagen besser. Das wäre ein SUV und den werde ich euch im nächsten Video mal zeigen. Bis. So, da bin ich wieder mit dem neuen Huntley S, den SUV, wo ich gemeint habe. Hier in Chrom. An sich gefällt er mir richtig. Weil der Wagen an sich so, wie soll ich sagen, so massiv gebaut ist vom optischen her, aber vom Fahren im Gelände halte ich jetzt nichts von, weil letztes Mal bin ich mit dem Kollegen so ein bisschen durchs Wasser gefahren und er natürlich mit dem Sandking. Ich bin abgesoffen, also mit dem Wagen hier, und er leider nicht, ne? Also wenn es in Gelände heißt, dann heißt es lieber der Sandking. Wie beim Centorno, wenn es heißt Racing, dann lieber den Adder. Weil die Fahrzeuge sind eher so, wie soll ich sagen, mehr Verschnitt als was drin ist, weißt du? Das ist einfach nur so zu viel Optik. Da werde ich gleich zu dem Mascaro oder Mascaro, wie der Fahrzeug auch heißt, kommen. Und dann zeige ich euch das schöne Fahrzeug in Rennmodifikation. Eins der besten Fahrzeuge, wo dazu kam, finde ich. Wie man sieht, bin ich auch gerade stecken geblieben. Also einen kleinen Ministein. Naja, ich bin jetzt gerade zur Zeit in der Online-Lobby. Das ist jetzt relativ egal, ob online oder nicht online. Das soll ja nur ein Video sein zu den neuen Fahrzeugen. Vom Handling her eigentlich ein perfektes Auto. Ich empfehle dann auf jeden Fall den SUV mal so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Was mache ich da? Und da würde ich sagen, da kommen wir gleich zum nächsten Fahrzeug. Bis gleich. Na, ja, bin ich da mit dem Mascaro, dem schönsten Auto von GTA zurzeit. Da muss ich mich auf jeden Fall neben Police Department stellen. Bisschen auf Ghost Rider spielen. Ich finde es jetzt optisch, ist der Wagen tipptopp. Mit dem Spoiler von dem Waschek. Egal. ist ein schönes Fahrzeug. Erinnert mich so quasi wie einen Scheinwerfer. Ja, als wie so ein Ferrari. So eine Mischung aus Ferrari und Aston Martin. Vom Sound her, wie soll ich sagen, fast jedes Auto klingt genau gleich. Von der Schnelligkeit ist das Ding einfach nur perfekt. Ja, was soll ich sagen? Ein cooles Auto, ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, irgendwie teilt oder vielleicht mich noch abonniert, ne? Und ich suche noch Leute, mit denen ich Videos machen kann, weil wir zurzeit im Team nur mich haben, wo aufnehmen kann. Das finde ich schade, wird sich aber bald ändern, aber wir würden uns schon freuen, wenn mehrere Leute zu uns kommen, wo auch irgendwas besitzen, wie eine HDPVR oder eine Elgato, wo aufnehmen können. Also ich würde mich freuen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Anton vom MyTech Pro Team. Und ciao.